Willkommen zu Leine Bergleit in Schlagzeilen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Koppenbrügge. Am 12.01.2022 kam es um 9.34 Uhr auf der Bundesstraße 1 bei Koppenbrügge-Marienau zu einem Verkehrsunfall, bei dem der allein beteiligte Autofahrer schwer verletzt wurde. Der 57-jährige Fahrer eines weißen Renault Kadja aus Springe befuhr die Bundesstraße 1 von Koppenbrügge in Richtung Elze-Hildesheim. Kurz vor dem Ortseingang Marienau kam der Pkw aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. In der ersten Notrufmeldung hieß es, der Fahrer sei im deformierten Fahrzeug eingeklemmt. Daher wurden neben Rettungsdienst und Polizei auch die Feuerwehr alarmiert. Der 57-Jährige konnte jedoch bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er in eine Klinik gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme musste die Fahrbahn gesperrt bleiben. Ab 10.50 Uhr wurden die Sperrungen aufgehoben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05042 93310 mit der Polizei Bad Münder in Verbindung zu setzen. Delixen, Alfeld. Ab Mitte März müssen sich Autofahrer auf der Bundesstraße 3 ab der Einmündung der Landesstraße 590 bei Streut bis nach Delixen auf Behinderung einstellen. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke und die Sanierung des Radwegs. Die Fahrbahnerneuerung und die Radwegsanierung erfolgen in 4 aufeinanderfolgenden Bauabschnitten. Begonnen wird mit den Arbeiten Mitte März im ersten Bauabschnitt ab der Einmündung der L590 bis zum Ortseingang Ammensen. Zur Gewährleistung der Arbeits- und Verkehrssicherheit muss die Sanierung der Fahrbahn unter Vollsperrung erfolgen, da die vorhandene Fahrbahnbreite nicht für eine halbseitige Sperrung ausreicht. Auch eine provisorische Verbreiterung ist aufgrund der zu geringen Abstände zu den vorhandenen Bäumen nicht möglich. Der Fernverkehr muss sich auf weite Umleitungsstrecken einstellen. Den Anliegern wird innerhalb der Bauabschnitte, soweit es der Baubetrieb zulässt, das Erreichen ihrer Grundstücke mit dem Auto ermöglicht. Eventuelle kurzzeitige Sperrungen der Zufahrten werden den Anliegern rechtzeitig von der Baufirma mitgeteilt. Die Baumaßnahme befindet sich laut Mitteilung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln im Vergabeverfahren. Die Bauzeit der Maßnahme beträgt etwa 11 Wochen. Höxter, Bad Gandersheim. In Höxter und Bad Gandersheim werden 2023 2 Gartenschauen zeitgleich stattfinden. 60 Kilometer oder eine Stunde Fahrzeit liegen zwischen den parallelen Großevents. Am 17. Januar 2022 sind die Verantwortlichen in Gespräche eingestiegen. In Höxter trafen sich die Geschäftsführer auf nordrhein-westfälischer und niedersächsischer Seite zu einem ersten Austausch. Das war ein sehr konstruktiver und vertrauensvoller Auftakt. Wir werden im Gespräch bleiben, sagte Claudia Koch, Geschäftsführerin der Höxteraner Landesgartenschau. Man habe mögliche Synergieeffekte andiskutiert, Anknüpfungspunkte gefunden und erste Ideen entwickelt. Wir werden alles daran setzen, dass die Region zwischen Höxter und Bad Gandersheim davon profitiert, dass man hier im Jahr 2023 gleich 2 Gartenschauen besuchen kann, betonte im Anschluss auch Thomas Hellingrath, Geschäftsführer der Landesgartenschau Bad Gandersheim. Jan Sommer, ebenfalls Geschäftsführer bei der Landesgartenschau in Höxter, kann sich beispielsweise vorstellen, dass man Vergünstigungen vereinbart, wenn Besucher beide Schauen besuchen wollen. Wir streben eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen an, sind sich die Gartenschau-Geschäftsführer einig. Liebe Zuschauer, wie Sie wissen, lohnt es sich auch immer auf LeineBerglandTV mal nach interessanten Jobs oder Ausbildungsstellen zu schauen. Aktuell sucht beispielsweise die Lammetal GmbH, ein Unternehmen mit sozialem Auftrag, für ihre Fachpflegeeinrichtung in Bad Salzdetfurt in Voll- und Teilzeit Pflegefachkräfte, Hauswirtschaftskräfte, Dauernachtwachen und examinierte Altenpfleger. Detaillierte Informationen zum Stellenangebot und zur Lammetal GmbH finden Sie unter www.lammetal.net/Stellenangebote. Die Zahnarztpraxis Langheim in Eifeld sucht eine zahnmedizinische Fachangestellte bzw. einen Fachangestellten für die Assistenz. Das Team um Zahnarzt Christoph Langheim bietet Ihnen neben einem abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einer modernen Zahnarztpraxis eine leistungsorientierte Vergütung, betriebliche Altersvorsorge und monatliche Gutscheinkarten. Anfragen und Bewerbungen bitte per Mail an info@praxis-langheim.de oder Sie rufen an unter 05181 82 20.
Die Landschlachterei Hanke aus Gronau sucht aktuell eine Köchin bzw. einen Koch. Es erwarten dich familienfreundliche Arbeitszeiten, Früh- oder Spätschicht bis ca. 18 Uhr, ein wechselnder Wochenenddienst, selten an Sonn- und Feiertagen, eine faire Bezahlung und monatlich freie Personaleinkäufe. Weitere Infos gibt es auf www.landschlachterei-hanke.de. Der ambulante Pflegedienst Rota in Einbeck-Opperhausen braucht Verstärkung. Gesucht wird eine examinierte Pflegefachkraft und oder eine Pflegekraft mit Pflegekenntnissen. Wenn Sie Spaß an der Arbeit haben, teamfähig und fachkompetent sind, freuen Sie sich auf ein aufgeschlossenes, dynamisches Team und ein dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichenes Gehalt. Ihre Bewerbung senden Sie bitte an ambulanter Pflegedienst Rota, Schulstraße 3 in 37574 Einbeck-Opperhausen oder per Mail an pflegedienst-rota@web.de. Telefonische Rückfragen unter 055 63 910 191. Die SEK Partnerschaftsgesellschaft ist eine überörtliche Steuerberatungssozietät mit 7 Standorten in 2 Bundesländern. Für das Team in Gronau wird zum 01.08.2022 eine Auszubildende oder ein Auszubildender zur oder zum Steuerfachangestellten gesucht. Senden Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung per Mail an gronau@sek-stb.de. Das Herrenhaus Vinzenburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine examinierte Nachtwache in Vollzeit. Der Schichtbetrieb geht von 21 Uhr bis 8 Uhr an 7 Tagen hintereinander. Dann haben Sie 7 Tage frei. Attraktive Gehaltszahlungen, eine betriebliche Altersvorsorge und verschiedene Zulagen erwarten Sie. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie sich gern. Ihre Bewerbung senden Sie bitte an Pflegeheim Herrenhaus Vinzenburg GmbH, Frau Marita Knoke, Domänenweg 5, 31 084 Frieden oder per Mail an info@herrenhaus-vinzenburg.de. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Knoke unter der Rufnummer 051 84 94 00 114 zur Verfügung. Alle Anzeigen finden Sie natürlich wie gewohnt auch nochmal in Ruhe zum Nachlesen auf unserer Webseite www.leinebergland-dv.de. Und wenn Sie stets auf der Höhe der Zeit bleiben wollen, abonnieren Sie einfach unseren Kanal auf Facebook, YouTube, Instagram und oder Twitter und schauen Sie auf unsere Webseite. Dort gibt es neben den Videos auch noch weitere Infos aus unserer Region, Porträts von Unternehmen, Jobanzeigen, Pressemeldungen und vieles mehr. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, lassen Sie uns gern ein Like da.